Ich bin auf der Watchtime in Düsseldorf. Die Watchtime ist die größte Uhrenmesse Deutschlands. Hier trifft sich die Uhren-Community und mehr als 35 Uhrenhersteller präsentieren allen Watchfreaks die neuesten Uhren ihrer Kollektion. Und das Video ist für alle Uhreninteressierten, die es leider nicht nach Düsseldorf geschafft haben. Denn ich nehme euch mit auf einen kleinen Rundgang zu ausgewählten Uhrenmarken und interviewe die Verantwortlichen. Und wir schauen uns natürlich auch die Neuerscheinungen und Kassenschlager an. So, und jetzt bin ich bei Hanard am Stand. Hallo Felix. Hallo Mario. Willst du ganz kurz für die Kamera sagen, für die Zuschauer, was machst du eigentlich bei Hanard? Ich bin der Geschäftsführer, im Wesentlichen für den kaufmännischen Teil zuständig. Und ja, überlege mir immer so, was wir auch an neuen Modellen machen können. Ich glaube, wir als Hanard haben da einen sehr reichen Schatz in der Historie, in dem wir uns umsehen können und wo wir auch wunderschöne Designs immer wieder finden. Trotzdem wollen wir uns natürlich auch immer weiterentwickeln. Die Gründung war in der Schweiz, in Diessenhofen. Und der Herr Hanard ist dann zur Jahrhundertwende, also 1902, ist er nach Schwenningen gegangen. Und im Jahr 1934 wurde der Standort in Gütenbach eröffnet. Und in Gütenbach produzieren wir seit 1934 ohne Unterbrechung, teilweise mit Armbanduhren, teilweise nur Stoppuhren, aber der Standort hat immer mechanische Uhren produziert. Und falls euch das interessiert, ich war bereits mal bei Hanard zu Gast, ihr könnt euch das Video gerne angucken. Ich verlinke euch das am besten im Nachgang auf meinem Kanal hier. Und da sieht man ja, wie ihr noch Uhren produziert. Also wirklich das Handwerkliche ist dort sichtbar. Und da habe ich auch eine meiner Lieblingsuhren bei euch entdeckt. Das ist ein sehr ikonisches Modell, nämlich die 417 ES. Da gibt es eine Neuigkeit, glaube ich, und die Uhr habt ihr, glaube ich, auch heute mit am Stand dabei. Genau, also ein Modell, das jetzt als limitierte Sonderedition herausgekommen ist, ist die 417C. Die wurde gemeinsam mit dem Kronos Verlag, mit dem Ebner Verlag, mit dem Kronos Magazin aufgesetzt und ist bicolor ausgeführt. Die Lünette, Drücker und Krone sind in Bronze und das Gehäuse in Edelstahl. Und hier verwenden wir auch Vintage Super Luminova. Und die anderen, die wir jetzt angesprochen hatten, das waren die Panda und die Reverse Panda, auch in der 417ES-Serie. Und die beiden Modelle sind mit dem AMT-Werk, mit dem Flyback-Werk, mit Schaltradkaliber ausgestattet und ist in unseren Augen einfach für Hanard eine sehr, sehr besondere Uhr, weil sie mit sehr viel Geschichte behaftet ist, war in den 50er Jahren die erste Uhr, die damals die neu gegründete Bundeswehr, die Piloten getragen haben. Und wir finden, es ist ein zeitloses Design und freuen uns auch, dass die Details, die wir versucht haben, wirklich gut umzusetzen, auch von sehr, sehr vielen auch erkannt werden. Und diese Uhr trägt sich wunderbar, auch das Armband. Da mag man im ersten Schritt sagen, es gibt ja Leute, die sagen, denen gefällt das nicht. Man kann natürlich hier auch jedes normale andere Armband dran montieren, wenn man das möchte. Aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen, tragt das mal. Das ist wirklich super angenehm. Ich glaube, ist das ein aufgerautes Leder, ist das ein Wildleder, ist das ein Alcantara? Das ist ein Alcantara an der Unterseite. Die 417S gibt es aber auch mit Stahlband. Also falls jemand nicht der größte Freund von Leder ist, kann man auch das Stahlband dran machen. Und wir finden auch, dass das Lederband wahnsinnig angenehm zum Tragen ist. Worauf wir speziell geachtet haben, ist, dass das Lederunterband, wenn man das Lederunterband mit der Uhr trägt, dass das nicht zu dick aufträgt. Deswegen haben wir hier wirklich darauf geachtet, dass das schön schmal ausgeführt ist. Und ja, ich hoffe, es ist uns so gelungen, dass es auch gefallen findet. Auf jeden Fall. Also ich finde die Panda und die Reverse Panda finde ich eine wunderschöne Uhr. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da die Bestellungen auf jeden Fall hochgehen. Wie sieht es derzeit aus mit den Lieferzeiten? Aktuell endlich, muss man sagen, wieder recht gut. Hier hatten wir speziell jetzt 2022, aber auch dieses Jahr noch stark zu kämpfen, weil Liefertermine immer wieder leider auch seitens unserer Lieferanten gerissen wurden. Aber die Situation bessert sich und wir müssten eigentlich bis auf ein paar einzelne Modelle alles kurzfristig lagernd haben. Eine Frage habe ich ganz vergessen. Was trägst du selber für eine Uhr? Das interessiert mich auch noch. Oh. Die darf ich jetzt gar nicht zeigen. Okay, gut, okay, gut. Dann behalten wir es. Wann kommt dann dieser vielleicht Prototyp, den du trägst? Das unbestimmtes Datum. Du trägst eine Uhr, die kann man noch nicht, die ist noch geheim. Die wird demnächst irgendwann dann kommen.
Und das ist auch ein Grund, warum man auf jeden Fall mal zu einer solchen Messe gehen sollte, weil man die Chefs der Uhrenmarken dann auf einmal mit tollen Prototypen sieht. Also deswegen, kommt gerne vorbei. Aber wir haben noch eine weitere Neuigkeit von euch, und zwar die Primus-Serie. Genau. Ist ja optisch was ganz, ganz anderes als diese doch sehr, sehr klassische ES, wo ich jetzt eher zugreifen würde mit der geriffelten Lünette. Hier eher was Modernes für das kräftige Handgelenk. Genau. In der Pioneer-Kollektion haben wir von der Grundausrichtung her eher das klassische Fliegersegment, wo wir historische Designs aufgreifen und in der Regel relativ originalgetreu, natürlich mit nach heutigem technischen Maßstab umsetzen. Und in der Primus-Kollektion haben wir versucht, die historischen Merkmale von Hahnhardt modern umzusetzen. Das heißt, wir haben die geriffelte, kannelierte Lünette, wir haben den roten Drücker, wir haben eine große Fliegerkrone, sind alles Chronographen. Wir haben auch den sogenannten bikompakten Zifferblattaufbau, Totalisatoren bei 3 und 9 Uhr. Und deswegen, also es gibt diese Hahnhardt-Merkmale und trotzdem haben wir hier ein deutlich progressiveres Design. Wir haben flexible Bandanstöße, mit denen sich so kleine Handgelenksumfangsunterschiede besser ausgleichen lassen. Und die Uhren tragen sich auch sehr, sehr angenehm. Natürlich, das Gehäuse ist präsenter, aber die Uhr ist auch so gewollt, dass sie ein bisschen mehr Präsenz am Handgelenk hat. Und da haben wir mit der Bundeswehr gemeinsam Nordholz mit den Marinefliegern die Primus Fly Navy aufgelegt und ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen mit dem Dreizack und dem Logo von dem Fly Navy oder mit dem Fly-Navy-Wappen noch mit drauf. Also ihr habt für jeden was dabei, die moderne Interpretation der Fliegeruhr oder wer es klassisch haben möchte. Und ich rate euch auch, nehmt diese Uhr mal, gerade die Primus, ans Handgelenk. Durch diese flexiblen Bandanstöße passt es sogar auch bei schmalen Handgelenken. Man muss halt trotzdem mögen, weil was für ein Durchmesser hat die? 45? 44 und 15 mm Bauhöhe. Wie gesagt, 15 mm Bauhöhe ist eigentlich nichts wahnsinnig Ungewöhnliches für einen Chronographen. Aber designmäßig wollte man auch Präsenz am Handgelenk, deswegen die soll nicht eine kleine Randerscheinung bleiben, sondern einfach Präsenz. Genau. Ja, Felix, dann sage ich vielen, vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Mario, vielen und viel Dank Spaß. Dir. Danke sehr. Danke. Staudt-Chronometrie ist vielleicht noch nicht jedem ein Begriff. Wer Ivo Staudt und seine wirklich feinen Uhren noch nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen. Denn Staudt-Uhren sind wirklich etwas ganz Besonderes. Sein Motto sind höchste Qualität und dezentes Understatement. Ich konnte mir vor der Messe seine Neuerscheinung ausführlich anschauen und mich von der Qualität seiner wirklich geschmackvollen Chronographen überzeugen. Und natürlich darf der Ivo Staudt auch nicht fehlen. Ivo! Ja, hey, wie geht's? Ja, sehr, sehr gut. Ja, gut, schön. Wie oft warst du jetzt schon auf der Watchtime-Messe? Ich war schon in München auch dabei. So, das war seit, glaube ich, 2016 oder 2017. So, jetzt wäre das dann die sechste Mal oder etwas, glaube ich. Ja, immer wieder dabei. Ja. Freut uns. Aber du hast auch ein paar Neuigkeiten mitgebracht, nagelneue Chronographen, die du uns mal zeigen wolltest. Ja, gerne. Wir haben verschiedene neue Chronographen. Das sind Facelifter. Das meint, wir haben die Gehäuse gefaceliftet. Vorher waren Gehäuse aus einem Teil. Das meint, der Lünette und der Mittelteil von dem Gehäuse war ein Teil. Und jetzt haben die zwei getrennt sozusagen. Und wir haben dann bieten wir eine vollgolde Lünette an. Und unsere neue Stahlband passt jetzt auch auf der Krone und vorher war das auch nicht der Fall. So, das ist schön. Das macht zum Beispiel unsere Reverse Panda, ein bisschen sportliche Uhr, trotzdem noch Klassisch, aber in unserer klassischen Kollektion, eine von den meist sportlichen Uhren, aber sowieso mit dann diese robuste Stahlband. Ja, ich finde das persönlich, trinke das ganz oft und ganz gerne. Coole, robuste Uhr. Preislich sind wir da wo? Die Chronogramme fangen an bei etwas 3.700 und gehen hoch für Stargold bis 5.089 und Vollgold, aber das ist dann echt volle Pole Gold, das meint 70 Gramm Gold, ist man irgendwo bei 15.000 Euro. Ja. Was hast du heute für eine Uhr am Handgelenk? Ich habe meine erste handgiochierte Uhr immer. Aus 2016, Handaufzug mit einem Frosted Zifferblatt, handgiochiert bei der famöse Jochen Bensinger aus Pforzheim.
und er macht seit 2016 Teil von unseren Zifferblätter und Vollgurtgehäuse. Ja, ehrlich, ein von den schönsten Uhren in meiner privaten Kollektion. Stautuhren sind ja bei einigen Juwelieren und Konzessionären in Deutschland schon verfügbar. Das wusste ich gar nicht. Ich habe gelesen, 35 Stück bisher schon im Bundesgebiet verteilt. Wie wichtig ist der deutsche Markt für euch und wollt ihr da weiter wachsen? Ja, gerne. Ursprünglich ist meine Familienname auch deutsch. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Montabaur. Das heißt auch Staudt. Ich habe da in der Nähe auch gewohnt, in Wiesbaden. Jetzt wohne ich in Niedersachsen. Aber gut, Staudt ist für Deutschland ist für uns wichtig. Aber trotzdem, wir sind angefangen in der Niederlande. Und da haben wir unseren größten Markt jetzt noch. Der Fokus liegt auch da, weil wir haben schön, ein schönes Zuhause-Markt, Heimatmarkt sozusagen. Aber wir merken einfach, dass das gut ankommt bei der deutschen Kunde. Und wir haben schon ein paar schöne Juwelieren, auch renommierte Juweliershäuser, die das verkaufen. Das ist auch ein schönes Kompliment für was wir machen. Und was wir machen, ist ganz viel Personalisierung, Einzelstücke, Unikate, wo man richtig von Uhren Monument macht, ein Erbstück, wo das nicht geht über nicht nur unsere Geschichte, aber Geschichte des Trägers. Und das finde ich schön, das finde ich ein Kompliment, wenn ein Kunde seine eigene Geschichte in unsere Uhren festlegt. Und das ist auch in Deutschland, passiert das nicht super viel. Und wir sind ein von den Einzigen, weil wir auch nicht so groß sind, die das machen. Und das freut uns. Und wenn man sowas haben möchte, ein Einzelstück, dann muss man sich direkt mit euch, mit dir in Verbindung setzen? Geht auch. Oder für unsere Juwelieren. Wir haben zwei Wege zu belaufen, sozusagen. Die eine ist Personalisierung. Das kann man fertig machen bei der Juwelier. Das meint, zum Beispiel will einer einen Namen auf Zifferblatt haben oder Familienwappen oder Fingerabdruck von Papa haben wir schon verarbeitet. Da kann das bei der Juwelier fertig gemacht worden. Dann schickt der Juwelier alle Dateien nach uns und wir verarbeiten das in eine Uhr. Innerhalb von 5 Wochen hast du dein neues, schönes, persönliches, einzigartiges Uhr. Das heißt Personalisierung. Und dann haben wir Bespoke. Und Bespoke, da brauchst du mir. Weil ich weiß, was möglich ist und auch nicht unwichtig, was nicht möglich ist. Und dann gehen wir so, setzen uns zusammen hin und gucken wir, okay, was sind deine Ideen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und dann bauen wir zusammen eine Uhr. Das kann man manchmal über ein Jahr dauern, manchmal geht es schneller, aber das sind echt schöne Projekte. Ivo, vielen, vielen Dank für das kurze Interview. Gerne gemacht. Die neuen Prelude-Chronographen haben ein Gehäuse aus 316L Edelstahl und einen Durchmesser von 41 mm. Eine Höhe von 13,6 mm und ein Lactolac, also der Abstand von Bandanstoß, beträgt 51,4 mm. Die Uhren tragen sich erstaunlich gut und sind auch für mein Handgelenk nicht zu groß. Mein Handgelenk hat einen Umfang von ca. 17 cm und eine Auflagefläche von 53 mm. Im Inneren der Uhr steckt ein Valjoux 7753 Automatikkaliber. Die Highlights der Uhren sind jedoch eindeutig die wunderschönen Zifferblätter. Wer auf der Suche nach einem wirklich bezaubernden, zurückhaltenden Chronographen ist, sollte einen Blick auf Stautuhren werfen. Wenn dir das Video bisher gefällt, würde ich mich über ein Like sehr, sehr freuen. Denn der Like zeigt YouTube, dass es sich lohnt, dieses Video auch anderen Uhrenbegeisterten vorzuschlagen. Vielen lieben Dank dafür. Aber was wäre eine Watchtime-Messe ohne einen Besuch bei Botta? Botta-Uhren sind bekannt für ihre durchdachten Zeitkonzepte. Egal ob ikonische 12- oder 24-Stunden Einzeigeruhren oder klassische Dreizeigeruhren, alle Botta-Uhren verbindet ihr außergewöhnliches und bis aufs allerkleinste Detail durchdachte Design. Und ich treffe jetzt Klaus Botta von Botta Design. Okay, wir fangen mal mit so einem Lachen an, gell? Aber das macht sympathisch. Ja, genau. Oder? Ja, wie immer, natürlich, Botta darf nicht fehlen, wenn ich auf einer Messe bin. Klaus, erstmal schön, dass du da bist. Wir sind ja gerade hier am Start des ersten Tages. Ja. Ich bin ganz gespannt. Ihr habt was angekündigt. Und zwar gibt es eine neue Kollektion für die weibliche Kundschaft. Genau, auch ja. Also wir haben natürlich unsere 7 Standardmodelle dabei. Komm mal auf die Seite. Wir sind ja sehr beständig. Also wir denken nicht in Monaten oder Wochen, sondern wir denken in Jahren. Also unsere Uhren gibt es über Jahrzehnte hinweg. Von daher die 7 Standardmodelle. Und das Besondere ist, neben unserer Wanduhr, die es jetzt hoffentlich dann bald gibt, also aktueller Stand nach Absprache mit unserem Produzenten Ende November dieses Jahres. Also Weihnachtsgeschenk ist noch möglich? Weihnachtsgeschenk ist möglich und es sieht wirklich gut aus. Ich habe gestern mit denen telefoniert, also jetzt ist sie auf der Zielgeraden sozusagen. Aber das Besondere ist tatsächlich, gehen wir hier rüber,
ist tatsächlich unsere Damenkollektion. Die Damenkollektion speist sich natürlich auch an unseren Standardmodellen. Aber das Besondere ist, dass wir ganz spezielle Bänder ausgesucht haben, die besonders zu diesen Uhren passen. Weil ein Teil von unseren Uhren eignet sich hervorragend auch als Damenmodelle. Man kann sich es nur nicht richtig vorstellen, wenn da, sage ich mal, ein sehr maskulines Band dran ist. Deswegen haben wir mal die Uhren, die wir dafür geeignet empfunden haben, mit wirklich, finde ich, sehr gut passenden Bändern ausgestattet. Und man sieht schon, die Uhren wirken ausgesprochen weiblich dadurch. Eben nicht für jede Frau, aber für die Frauen, die jetzt ein bisschen emanzipierter sind, die ein bisschen moderner sind in ihrer Ausrichtung, sind unsere Uhren, glaube ich, genau richtig. Gerade die Uno 24 mit dem orangefarbenen Band, die springt mir so ins Auge. Ist toll geworden. Und da würde ich sagen, die wird sogar ich tragen. Also die ist auch sogar auch für mutige Männer geeignet. Richtig, ja. Also mir geht es genauso. Da haben wir auch die gleiche geschmackliche Richtung, Orange. Sieht super aus, ist auch exakt das gleiche Orange wie bei den Indizes. Bringt Farbe rein, würde ich auch tragen. Und die sind dann ganz normal über eurer Seite auch im Zubehör bestellbar, die Armbänder. Wenn man sie jetzt sieht, und ich habe die Uno 24 schon und sage, ich möchte das Armband haben, kann ich bei euch auf der Seite das Armband finden? Also ganz ehrlich, eigentlich sind sie momentan überhaupt noch nicht bestellbar. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir stellen die einfach schon mal vor auf der Messe. Auf unserem Online-Shop sind sie noch nicht bestellbar, aber ich kann schon mal verraten, wir werden eine Seite einrichten, also praktisch eine Unterseite, die speziell dann diese Damenuhren ausstellt. Und dann kann man sie auch schon in dieser Konfiguration bestellen. Wird aber ein bisschen dauern. Also alles, was man hier sieht, ist quasi so ein bisschen Ausblick in unsere nähere Zukunft. Dann vielen Dank. Was für eine Uhr du trägst, brauche ich gar nicht fragen. Eigentlich deinen Prototypen, wie immer. Natürlich, genau. Seit 2 Jahren. Ich muss zugeben, ich mag die Uhr schon. Deswegen habe ich mich seitdem nicht getrennt von der. Die ist auch in Orange, also eben Vorliebe für Orange. Und ich mag sie ganz einfach. Und sie ist ein Hingucker, sie ist ein Statement und wir verstehen uns gut. Ja. Dann wünsche ich euch viel Erfolg noch auf der Messe heute und gute Messetage und gute Geschäfte. Dankeschön. Danke. Ich habe gerade gehört, als Chefin des Hauses, der Klaus hat gerade erzählt, die Armbänder sind nicht verfügbar. Und du sagst, das stimmt nicht, ne? Was dein Mann gesagt hat. Also die Bänder sind verfügbar. Und natürlich, wenn jemand den Wunsch hat, kriegt er auch die Bänder. Wir haben sie vorrätig. Okay, also bei euch anrufen, im Büro. Oder E-Mail schreiben. Genau, ja. Also die Armbänder sind doch verfügbar. Danke, Anke, dass du mal klargestellt hast. Und direkt neben Botta treffe ich auf Wolfgang Heinrich von Heinrich Watches. Wolfgang, ja, wie oft warst du jetzt schon auf der Watchtime-Messe? Das ist das erste Mal jetzt tatsächlich. Meine Marke gibt es jetzt seit 3 Jahren, 3,5. Und jetzt das erste Mal auf der Watchtime Düsseldorf und bin gespannt, wie es wird. Erster Tag, 10.43 Uhr. So, danke für das Interview erstmal. Ja, sehr gerne. Was hast du denn für schöne Uhren mit dabei? Ich habe ja gesehen, es gibt ein paar Neuerscheinungen. Ja, wir können mal kurz durchlaufen. Also 2023 habe ich 3 neue Modelle released. Zum einen war das der Taucher Sport. Ist eine sportliche Diver-Uhr. Gibt es mit DLC-Gehäuse, also schwarz oder halt in Stainless Steel pur. Und wie alle meine Uhren, 200 Meter wasserresistent, etwas robuster gebaut. 80er-Jahre-Style. Genau, 70er-Style mehr. Bist du 70er geboren? Genau, ja, 76 geboren und da kommt auch die Inspiration her, obwohl ich die 70er nicht komplett erlebt habe, aber ja, da ist sehr viel passiert im Bereich Uhrendesigns. Aber ich kopiere keine Designs von anderen Marken, sondern komme mit neuen Inspirationen aus der Ära eben hoch und mache dann was Neues draus. Ja. Das war die eine und dann habe ich eine ganz neue Uhr hier, die heißt Helicoprion. Bisschen schwieriger Name, aber das war ein Hai aus der Vergangenheit zu Dinosaurierzeiten. Und der hatte so einen Sägezahn-Mund sozusagen. Also der hatte ganz viele Zähne und die haben rotiert. Und des Weiteren hat Universal Genève, eine Schweizer Uhrenmarke, in den 70ern auch so ein Bassor-Zifferblatt hervorgebracht. Du siehst hier auf dem Zifferblatt so eine Abstufung bei den Minutenindexen und das habe ich eben aufgegriffen und dann so sequenziell aufgebaut auf dem Zifferblatt. Mhm. Die Inspiration auch aus den 70er Jahren und ist jetzt keine pure Diver Watch, sondern eine Sportuhr. Auch ein bisschen eleganter, weil es hat polierte und gebürstete Flächen. Mhm. Kommt mit den Beats of Rice und ist jetzt in der Vorbestellungsphase gerade. Wo liegen wir preislich bei der Uhr? 824 mit Zelita SW200. Ich biete die Uhr aber auch mit einem Miyota 9015 an.
So kann der Kunde eben auswählen. Das Miota kostet dann 624 die Version. Komplett gleiche Uhr, gleiche Höhe, aber halt ein anderes Werk. Mhm. Meiner Meinung nach sind beide Werke gleich, aber Swissmade hat da ein bisschen Image-Sache noch und ist auch einfacher zum Servicen, muss man auch sagen, und zum Regulieren. Aber dennoch, es kam gut an bisher, weil die Verteilung ist so 50-50 bei den Vorbestellungen zwischen Miota und Sellita. Also ich finde die Auswahl finde ich gut, dass man als Kunde entscheiden kann, was man möchte, entweder es höherwertig werden. Ja, bin ich glaube der Erste, der es so anbietet. Mhm. Viele sind verwundert, aber ja, ich experimentiere ja noch und deswegen ist eine gute Learning und ich glaube, jetzt sehe ich halt, dass es 50-50 ist, die Verteilung, von daher ist es, glaube ich, eine ganz gute Option für den Kunden, dass er beides wählen kann. Ja. Was ist dein Absatz, Renner, deine meistverkaufte Uhr? Nach wie vor der Taucher 1. Ja. Das liegt aber daran, dass es die eben vor 3 Jahren gab und auch die erste Uhr, da habe ich, also wie gesagt, ich verkaufe noch relativ kleine. Meine Uhren sind meistens so limitiert auf 150 Stück. Von denen habe ich jetzt 300 verkauft, aber die gibt es halt jetzt auch schon 3 Jahre. Und war auch über Kickstarter gestartet, relativ günstig, mit 550 Euro damals, mit einem Sellita-Werk. Also da habe ich nichts verdient dran. Aber ja, natürlich deswegen war es natürlich auch ein Erfolg, weil es relativ billig war. Aber Qualität ist top und auf dem Taucher 1 baut natürlich auch der Taucher LX auf und der Taucher Sport, der jetzt rausgekommen ist. Und die Helikoprion ist eine komplett neue Uhr. Ja. Ansonsten habe ich noch die GMTs, ist eigentlich das Flagship-Modell, in 3 verschiedenen Farben. Einmal mit Blau, mit einem gelben Chaptering und in Schwarz mit einem silbernen Chaptering oder GMT-Ring und ein silbernes Zifferblatt mit einem Pepsi-Chaptering. Ja. Sind die Uhren bei dir bisher nur im Direktvertrieb erwerblich oder arbeitest du schon mit Juwelieren oder Konzessionären zusammen, wo man sie sich anschauen könnte? Ja, bin ich gerade dabei. Also bisher nur Online-Vertrieb, deswegen sind die auch preislich relativ attraktiv. Bin aber gerade dran mit einem Partner in Österreich, mit einem Juwelier. Der hat jetzt schon die ersten Uhren bekommen in Wien, nahe bei Wien. Und der wird jetzt starten nächsten Monat, die ins Schaufenster zu stellen. Und habe auch einen Juwelier in Mecklenburg-Vorpommern, der auch jetzt startet. Und ja, so langsam baue ich es auf, aber generell ist mein Ansatz immer noch Direktvertrieb. Aber die Fragen kommen halt, dass Leute die Uhren anprobieren wollen. Und deswegen bin ich auch hier auf der Watchtime, die Community ein bisschen kennenlernen. Und aber auch generell bei Online-Vertrieb hast du ja auch die Chance, 14 Tage die Uhr zurückgegeben. Und ist jetzt relativ eine relativ kleine Rücklaufquote bei meinen Uhren. Das ist auch ein guter Indikator. Maximal 1%, aber die Chance gibt es natürlich für den Kunden, dass er den zurückschicken kann. Das ist auch kein Problem. Von daher kein Risiko für den Kunden. Ja. Und stationärer Vertrieb, wie gesagt, mache ich mit ausgewählten Händlern. Ansonsten ja, müssen die Uhren teurer werden und das will ich eben nicht. Also ich möchte in dem Bereich unter 1000 sein. Die GMT ist natürlich ein bisschen teurer, aber ja. Gar nicht gefragt. Was trägst du heute für eine Uhr selber? Heute habe ich die Taucher Sport. Ah, ja. Das ist die, wo ich gerade gesagt habe. Sehr cool. Also mir gefällt die auch richtig, richtig gut. Dankeschön. Ja. Ist ziemlich 70er-Style, aber auch nicht kopiert. Doxa verwendet solche Farben zum Beispiel, aber in der Variante gibt es sowas natürlich nicht. Mhm. Und eine Doxa kostet da deutlich mehr. Hat auch hier das Cushion Case sozusagen, das eckige und das feingliedrige Armband. Und die Uhr gibt es eben auch in Schwarz komplett. Ich habe es jetzt hier in der Vitrine in Schwarz. Ja. Wolfgang, vielen Dank. Ja, danke Mario für die Zeit. Hat mich gefreut. Viel Erfolg noch. Ja, danke schön. Die größte Überraschung ist für mich eine Uhrenmarke, die es bereits seit 135 Jahren gibt und die ich bis zur Vorbereitung auf diese Messe überhaupt nicht kannte. Und dies ging nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen Uhrenenthusiasten, mit denen ich mich auf der Messe unterhalten habe. Umso schöner, mal wieder den Horizont zu erweitern und die wirklich sehr gelungenen Uhren der Schweizer Marke Atlantic in den Händen halten zu dürfen. Ich bin am Stand bei Atlantic, eine Uhrenmarke, die, glaube ich, fast noch keiner kennt in Deutschland. Aber sie gibt es schon so lange, seit 1888. Ganz genau. Und sind ansässig wo genau? Also wir sind in Lengnau, das ist gleich neben Grenchen und für viele besserer Begriff als in der Nähe von Biel, wo sonst auch sehr viele Uhrenmarken sind. Aber ich habe natürlich gar nicht gefragt, mit wem spreche ich denn eigentlich? Also mein Name ist Freddy Bickel, ich bin der Geschäftsführer der Atlantic Watch AG und das jetzt seit 10 Jahren. Ich
bin selber über 25 Jahre schon im Uhrengeschäft. Ich war früher einmal bei der Swatch-Gruppe 15 Jahre. Certina, Tissot und Rado. Und Atlantic hat ja so tolle Uhren. Ich habe mich natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht, mir die Uhren angeschaut. Mir ist sofort auch die Jubiläumsedition zum 135-jährigen Jubiläum ins Auge gefallen. Ihre Uhren haben ja was ganz Besonderes. Das, was viele Uhrenmarken sich heute wünschen würden, nämlich teilweise ein eigenes Manufakturkaliber. Wie kam es dazu? Also wir hatten die Idee eigentlich schon vor 5 Jahren einmal und haben gesagt, ja, schauen wir das mal näher an. Was können wir machen? Ist das in unserem Preissegment oder nicht? Können wir da etwas machen? Und dann vor 3,5 Jahren schlussendlich haben wir das erste rausgebracht, das ATL1. Und 2 Jahre später, ein Jahr später eigentlich sogar das ATL2. Und jetzt, wie gesagt, auf die 135-jähriges Jubiläum haben wir das ATL3 rausgebracht. Das trauen sich aber einige deutsche Uhrenmarken nicht, weil es doch mit einem großen finanziellen Aufwand auch und mit dem Risiko verbunden ist, so ein eigenes Werk zu entwickeln. Und es dauert ja auch technisch gesehen, glaube ich, die Vorarbeit, das ist ja nicht von heute auf morgen, sondern es dauert ja Jahre, bis so ein eigenes Werk dann die richtige Reife erreicht hat. Ne? Ja, das stimmt, wenn man das grundsätzlich von Grund auf neu machen würde, oder? Ich muss sicher auch dazu sagen, wir hatten früher einmal von der ETA Unitas und wir hatten dann die Idee einmal, das weiter auszubauen. Also wir hatten eine limitierte Auflage vor etwa 7-8 Jahren mit Unitas. Und das erste Werk, das wir gemacht haben, basierte dann auch auf diesem Unitas-Werk. Es wurde zum Teil nachgebaut, modifiziert und dann immer weiterentwickelt. Und das war eigentlich die Idee. Und ich muss sagen, also nicht von Grund auf, weil sonst eben finanzieller Aufwand und die Zeit wäre nicht möglich gewesen. Für was steht Atlantic? Was sind so die klassischen Uhren, die ich mit Atlantic verbinden sollte oder mir anschauen muss? Ja, sicher eben, was Sie gesagt haben, Traditionsmarke 1888. Wir können sicher sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und wir stehen sicher hinter unserer Qualität. Ja, und dann schauen wir uns mal die 135 Jubiläumsedition an. Vom Preislichen, wo liegen wir da bei der Uhr? Also wir haben bei der 135, bei der ATL3, die ist bei rund 2700 Euro. Was ist Ihr Lieblingsmodell aus der Kollektion? Ja, ich habe sehr viele, das wäre zu lange, Ihnen die zu zeigen. Okay, drei, maximal drei. Drei, okay. Sicher das Modell hier, das wir jetzt auch auf die 135 Jahre gemacht haben, in Zusammenarbeit mit unserem polnischen Ambassador, Krzysztof Holoucic. Er ist ein Rallye. Ich dachte, das wären Sie. Ähnlichkeit mit Ihnen. Das wäre, danke. Nein, also es ist unser polnischer Ambassador. Mhm. Und mit ihm zusammen haben wir eine Uhr entwickelt, für jetzt auch diese 135 Jahre. Und ich denke, die ist sehr, sehr gelungen rausgekommen. Kommt auch sehr gut an bei den Leuten hier, muss ich sagen. Es gibt einige Merkmale. Wie man sieht hier, also wir haben eine Ausführung mit Metallband, mit einem zweiten Band, Lederband. Beides mit Schnellverschluss, einfach zum Wechseln. Das Spezielle an dieser Uhr ist, wie man sieht hier, die 7. Stimmt, die 7. Warum ist die orange? Die 7 ist seine Glücksnummer. Dann das Blau ist seine Lieblingsfarbe. Wenn man dann das Auto anschaut, Blau, das ist sein Auto. Ist das eine Corvette C1? Ja, ich glaube, es ist sowas. Also fast unbezahlbar, aber eben als Autofreak. Und 7, er war selbst Rennfahrer und hat die 7 dann als Startnummer? Er ist immer noch. Immer noch Rennfahrer? Immer noch. Und wir haben ja unsere Kollektion, die Automatenuhr, das High-End ist Worldmaster. Wir haben dann geschaut, was kann man machen. Wir haben dann, weil er fährt World Cup, und dann haben wir diese Uhr hier auf World Cup umgetauft. Er ist immer noch aktiv, er fährt immer noch World Cup auf der Welt. Also Paris, Dakar fährt er auch dieses Jahr.
und er ist immer noch dabei. Dann eine limitierte Auflage von 277 Stück. Wir haben hier ein ETA-Werk, Walschuh, 7750 eingebaut, Stainless-Steel und ein Kalbslederband, das dann sportlich sicher noch aussieht oder für jemanden, der das an Band möchte. Das ist eine meiner Lieblingsuhren. Ja, okay. Kann ich verstehen, warum, weil mir gefällt sie auch sehr gut. Dann, wir haben sehr viele Ballschuhmodelle im Moment hier. Wir haben limitierte Auflagen hier. Wir haben normale. Das sind unsere zwei neuesten. Eine mit PVD schwarz. Die andere sicher speziell von der Farbe her. Etwas anderes. Schöne Kombination. Und wir sehen auch, dass die wirklich sehr gut beim Publikum ankommen. Dann die dritte Uhr, wie könnte es anders sein? Ist? Unsere eigene. Die eigene? Die ATL 3. Ja. Ja. Und die ist sicher gelungen rausgekommen. Hast auch kleine Sekunde auf 9, nicht auf 6, wie bei den anderen zwei. Und die Inspiration zu dem Design der Uhr, es erinnert mich ein bisschen an eine Fliegeruhr. Ja, wir haben geschaut, was können wir kombinieren, oder? Mhm. Unser Designer hat das mal angeschaut. Dann der Produktmanager vom Werk her und dann ist das einfach eigentlich so rausgekommen. Und eben, ich finde, es ist sehr gelungene Kombination, Fliegeruhr, mechanische Uhr und doch eine klassische Uhr schlussendlich. Also vielen, vielen Dank für die Einsicht in die neuen Erkenntnisse der Marke Atlantic und ich denke, wir werden von Ihnen bestimmt noch einige sehen und ich freue mich drauf. Gut, super. Danke auch vielmals für das Interview. Danke. Wenn ich solche Messebesuche, Besuche bei Uhrenmanufakturen und Uhrenreviews interessieren, dann schau dich gerne auf meinem Kanal ein wenig um. Ich habe unterschiedliche Formate, sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Was beim Messebesuch nicht fehlen darf, ist eine Uhrenmarke aus Glashütte, dem zweiten großen deutschen Uhrenzentrum neben dem Schwarzwald. So, Dario. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung zum Bruno Söhnle-Stand. Ja, sehr gerne. Was machst du genau bei Bruno Söhnle? Ich bin verantwortlich fürs Marketing und teilweise auch für das Produktmanagement. Also Produktmanagement haben wir halt ein ganzes Team, wo wir da zusammen da sitzen und ich darf auch dabei sein und so ein bisschen meine Meinung kundtun. Was macht Bruno Söhnle aus? Was ist der USP in kurzen Sätzen? Okay, in kurzen Sätzen. Also der Hauptteil, womit auch der Gründer Bruno Söhnle gestartet hat, ist tatsächlich Quarz. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, jetzt in der Welt der Uhrenliebhaber und in der Welt Glashütte an sich. Aber wir machen keine normalen Quarzuhren, sondern halt auch viel Veredelung, was natürlich auch teilweise auferlegt wird durch die Glashütte-Verordnung, was ja jetzt auch seit Februar Gott sei Dank mal gesetzlich geregelt ist. Das heißt Wertschöpfung mindestens 50%, glaube ich, im genau, Uhrwerk. Richtig, ne? Genau. Und genau, da haben wir halt einen großen Teil. Und ansonsten stehen wir auch für außergewöhnliche Komplikationen. Wenn man beispielsweise mal die Pesaro 1 oder Pesaro 2 nachguckt, Großdatum mit zwei Scheiben, was ja auch typisch Glashütte ist, dann hat man eine retrograde Wochentaganzeige. Was, echt was heißt das? Das heißt, die Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und am Ende springt es quasi zurück. Also es geht nicht einmal rum, sondern es springt dann von Sonntag auf Montag wieder. Das ist ganz, ganz cool, ja. Genau, außerdem einen Regulator haben wir zum Beispiel im Inventar. Das ist auch ganz speziell. Jeder Zeiger hat ein eigenes Hilfszifferblatt. Genau, und so Sachen halt. Was ist deine Lieblingsuhr in der Kollektion? Meine Lieblingsuhr in der Kollektion ist jetzt tatsächlich die neue Turin Automatik mit dem cremefarbenen Zifferblatt. Also auch die Uhr, die am Armgelenk? Genau, die habe ich auch am Handgelenk. Und was auch noch ein Highlight ist, ist die Turin Automatik mit dem knallgrünen Zifferblatt, die ihr auch im Hintergrund seht. Genau, die kamen jetzt, wurden released im Prinzip in Frankfurt auf der Innova, hat man jetzt auch in New York auf der Wind-Up dabei und jetzt hier auf der Watchtime, also so neue Uhr und drei Messen, damit man da ein bisschen so Juwelier und Endkunden mitnimmt. Die Idee hinter der Uhr, ganz kurz erklärt vielleicht, die Turin gab es davor schon, letztes Jahr, in einem Durchmesser von 41 mm und als Quarzmodell. Und ich habe sehr viel Feedback, oder wir haben sehr viel Feedback bekommen auf der Wind-Up und auf der Watchtime. Das ja, ist schon, wir haben viele große Uhren. Kann man auch nicht abstreiten. Wir haben auch viel im Bereich 43, 44 mm.
Und viele sind aber halt auch für ja, Uhren unter 40 mm zu haben. Ich selber trage auch sehr gerne 38, 39, so mein Sweet Spot. Und genau, dann bin ich halt mit der Idee angekommen, die Turin zu nehmen, weil die vom Design her sehr gut ankam. Klar, ablesbar und gerade Designlinie. Dann das Armband, gut, das fünfgliedrige Jubiläband, nenne ich es jetzt mal. Wird der ein oder andere, wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Ja, woher wohl? Es trägt sich halt, aber das kann man halt nicht abstreiten, es trägt sich halt super bequem und wenn man sie am Handgelenk hat, man merkt es fast gar nicht. Genau, und wir haben hier jetzt eine Durchmesser von 39,5 mm, eine Höhe von 11 und ein Automatikwerk mit den Basisteilen vom Sellita SW200, aber eben nur die Basisteile. Da wird mein Kollege nachher auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie denn die Wertschöpfung bei uns aussieht, wie denn die Veredelung bei uns aussehen. Genau. Wo liegen wir preislich bei der Uhr? Bei der Uhr liegen wir bei 1490 Euro, was in meinen Augen ein echt guter Deal ist für die, das, was man bekommt, für das schöne Werk, was man da bekommt. Genau. Allgemein vielleicht zu sagen, dass die Preise gehen tatsächlich bei 500 Euro los für die Einstiegs-Quarz-Modelle im Damenbereich. Quarz-Uhr mit Komplikationen liegen zwischen 850 und 950 Euro. Die Automaten gehen los bei 1490. Und dann haben wir noch auch Handaufzugsmodelle mit eigener Dreiviertelplatine, 18 Karat Goldchatons für knapp 3000 Euro. Also das ist so eine ganz gute Range, glaube ich. Und glaube, die gucken wir uns jetzt mal an. Genau. Und der Heiko. Der Heiko, genau. Und der Heiko schönen ist guten Tag. Ich bin bei Bruno Söhnle seit 16 Jahren beschäftigt. Mittlerweile bin ich verantwortlich für den Einkauf und die Entwicklung. Bin dafür verantwortlich, dass wir immer das beste Material bekommen und immer die feinsten Sachen machen. Und wir haben ja gelernt, dass gerade bei Uhrwerken oder Uhren, die aus Glashütte kommen und die den Schriftzug Made in Glashütte tragen, die müssen ja gewisse Herausforderungen meistern, also gewisse Auflagen erfüllen. Das heißt, mindestens 50% der Wertschöpfung des Uhrwerks muss, glaube ich, bei euch selbst erfolgen. Das heißt, wenn ihr ein Uhrwerk kauft, und ihr kauft ja auch welche, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, dann müsst ihr da Hand anlegen. Genau so ist das. Wir verwenden grundsätzlich Uhrwerke aus Fremdproduktionen, das heißt, wir bauen keine eigenen Uhrwerke, sondern wir kaufen unsere Quarzuhrwerke, Beispiel von Ronda, unsere Automatikwerke kommen von der Firma Sellita und unsere Handaufzugswerke sind das berühmte und bekannte Unitas, das verwenden wir als Basis für unsere Wertschöpfung. Kann ich gleich mal erklären, was wir dort machen, genau im Detail, ist eine tolle Geschichte. Erzähl, komm, ja. Zeig uns mal. Also. Wir verwenden zum Beispiel von der Firma Ronda die Standard-Ronda-Werke, die den großen Vorteil für uns haben. Sie kommen zum einen aus Europa und sind in klassischer Bauform mit Messingplatinen. Diese werden von uns entfernt, inklusive der Schrauben, werden dann bearbeitet in der Form, dass wir sie schleifen mit dem typischen Glashütte-Streifenschliff. Wir gravieren, wo Platz ist, noch unser Logo rein. Der Rest wird dann sauber vernickelt und die Schrauben werden von Hand poliert. Die sind vernickelt, diese Nickelschicht muss runter und danach wird das Ganze thermisch gebläut und als Quarzwerk wieder montiert. Das seht ihr nicht, aber ich werde gleich mal ein Bild einblenden, wie winzig diese kleinen Schrauben sind. Und da wird noch per Hand poliert. Ja, anders geht es leider nicht. Die sind so klein, das schafft keine Maschine. Und das ist natürlich schön, dass man ein Quarzwerk hat. Normalerweise denkt man, ja, billig Plastikproduktion, 1-Euro-Artikel aus Asien. Aber darauf verzichtet ihr bewusst. Hier ist alles aus Metall. Genau, bei uns ist das nicht alles. Es gibt noch genügend Plastikkomponenten in diesen Werken. Aber die Hauptbestandteile bestehen aus Messing und sind somit für uns verarbeitbar, damit dieses wunderschöne, dekorierte Quarzwerk von Bruno Söhnle dabei herauskommt. Mhm. Und bei den Automatikwerken, da können wir auch nochmal drauf gucken, da macht er das ähnlich. Da machen wir es ähnlich, Moment. Bei den Automatikwerken machen wir es ähnlich, dort müssen wir die Werke nicht zerlegen, sondern wir haben den großen Vorteil, wir bekommen von der Firma Sellita die Rohteile, die können wir dann bearbeiten, genauso wie unsere Komponenten für die Quarzuhren, die werden hier perliert, graviert und anschließend vernickelt. Und das Ganze wird uns dann von der Firma Sellita zu einem Quarzuhrwerk montiert, zu einem Automatikwerk montiert. Dieses bekommen wir ohne Rotor, weil wir unsere Rotoren selber bauen. Wir haben dann hier so einen Rohling, sieht aus wie ein Einkaufschip. Und wenn wir damit fertig sind, haben wir einen wunderschönen, ganz eigenen Rotor in typischer Glashütterqualität.
Kann man sich das in Glashütte auch anschauen? Habt ihr die Möglichkeit, dass Besucher empfangen werden können? Ja, es gibt die Möglichkeit, einmal im Quartal haben wir einen sogenannten besuchsoffenen Freitag, wo man sich auf unserer Website anmelden kann und ich führe dann den ganzen Tag Besuchergruppen durchs Haus und wir lassen euch über unsere Schultern schauen, dass jeder mal gucken kann, was wir da so treiben. Ja. Letzte Frage an dich. Was ist deine Lieblingsuhr in der Kollektion? Meine Lieblingsuhr in der Kollektion ist die limitierte Handaufzugsuhr. Das ist diese Uhr für 2.900 Euro. Wunderschönes, ganz klassisches Uhrendesign mit diesem herrlich dekorierten Handaufzugswerk Unitas. Also mehr Uhr für das Geld kriegen Sie nirgends. Und vielleicht das Highlight zum Schluss. Wer Fliegeruhren liebt, kommt an der deutschen Traditionsmarke Laco nicht vorbei. Laco ist weltbekannt für ihre klassischen Fliegeruhren nach dem Baumuster A oder Baumuster B der deutschen Luftwaffe. Aber neben den Traditionsmodellen hat Laco auch hochmoderne Fliegeruhren im Angebot. Und mit der Hamburg und der Hamburg GMT hat Laco zwei brandaktuelle Fliegeruhren nach der harten und extrem anspruchsvollen Fliegernorm DIN 8330 zertifiziert. Um zu verstehen, warum diese Zertifizierung so herausfordernd ist, bespreche ich mit Uwe Rücker, Geschäftsführer von Laco. Wir müssen gerade ein bisschen lachen, weil wir den Take nochmal aufnehmen mussten. Ich bin halt versagt. Die Technik ist nicht zertifiziert. Genau. Nicht zertifiziert wie die Uhren von Laco. Ich bin am Stand bei Laco. Uwe Rücker, der Geschäftsführer von Laco, spricht mit mir heute über die neuesten Neuigkeiten aus dem Hause Laco. Und was mich total begeistert hat, denn es gibt eine neue Fliegeruhr. Und ich habe diese Fliegeruhr kennengelernt aufgrund der Pressemitteilung, die Laco rausgeschickt hat und auf dem YouTube-Kanal, den ihr euch mal anschauen solltet, wird dieses Zertifizierungsverfahren genau beschrieben. Da gibt es drei kurze Videos und die lege ich jedem ans Herz, weil das ist, glaube ich, nicht einfach, was eine Uhrenmarke dort leisten muss, also bei der Konstruktion einer Uhr. Was war so die größte Herausforderung bei dem ersten Gedanken, wir machen eine DIN-zertifizierte Fliegeruhr? Ja, die größte Herausforderung zuerst war, sich überhaupt mal mit dem DIN-Thema zu beschäftigen. Was sagt die Norm eigentlich aus? Welche Kriterien müssen erfüllt werden? In welche Themenbereiche geht das rein? Welche Auswirkungen hat das auf die optische Gestaltung? Welche Auswirkungen hat das auf die technischen Anforderungen, die notwendig sind? Und wie kriegt man das alles unter einen Hut? Das war so der längste Zeitraum, mit dem wir uns in den verschiedenen Abteilungen noch beschäftigt haben. In der Technik, im Vertrieb, im Marketing, in allen Bereichen. Bis wir dann so eine optische Gestaltung hatten. Und bei der optischen Gestaltung, da gibt es ja sogar genaue Vorgaben in der DIN, welche Farbe die Zeiger und die Ziffern haben müssen. Also ich kann da gar nicht einfach irgendwie grau, braun, grün, rot ist verboten, glaube ich sogar, ja, die Farbe. Genau, rot ist auf jeden Fall verboten. Rot ist im Cockpit immer Alarm. Aber da ist immer ein Problem dann da. Und bei der Uhr ist eigentlich keine Problemsituation zu zeigen. Deswegen ist Rot nicht erlaubt. Das heißt also, die Gestaltung der Uhr ist wirklich stark an diese DIN-Norm angelegt. Ja. Deswegen kann ich nicht einfach eine Uhr nehmen und sagen, ich lasse sie zertifizieren, nein, sondern ich muss sie daraufhin wirklich bauen. Und wie lange hat das gedauert, von der ersten Idee bis zur Zertifizierung? Ja, das ist jetzt im Nachgang etwas schwer zu sagen, aber ein Jahr ungefähr haben wir schon gebraucht, an der Gestaltung zu arbeiten. Wir haben auch ganz viele Gestaltungsvorgaben, die kann ich mal zeigen, gemacht und auch ganz viel überlegt, wie wir es machen wollen. Es gab ja schon zwei Mitbewerber, die eine Uhr hatten. Die wollte man natürlich nach Möglichkeit nicht kopieren. Aber man wird irgendwann durch diese Norm eben in eine Richtung auch bewegt, dass man da gar nicht so viel Gestaltungsfreiheit hat. Und wir haben versucht, so stark wie möglich uns in Laco-Sprache zu halten. Also dass die Lünette zum Beispiel ist exakt die Lünette aus der Sportuhr. Das Zifferblatt ist exakt das Zifferblatt aus der Frankfurt GMT. Die Zeiger sind aus unseren Cockpit-Uhren und das Gehäuse ist von unseren Flieger-Pros. Und so kommt da ganz viel zusammen, was sehr viel Laco-DNA hat. Und da haben wir auch viele in Details gefeilt und dann kommt da so eine Uhr raus. Und die Anforderungen sind wirklich so komplex gewesen. Ja. Was war so der schlimmste Test, wo Sie am meisten Angst vor hatten? Wo Sie dachten, oh, hoffentlich schafft das unsere Uhr. Gab es da was? Ja, also am schlimmsten waren so zum Zuschauen diese Rüttel- und Schlagtests. Aber am schwierigsten so von der Planung waren eigentlich diese magnetische Signatur und die magnetische Feldstärke-Test, weil man die nicht selber wirklich voraussehen kann, wie seine eigene Konstruktion da sein wird. Und da hätte es auch durchaus sein können, dass man nochmal neu rangehen muss. Aber da kamen wir ganz gut durch mit den Herangehensweisen, die wir da gewählt haben. Also alles, was so irgendwie in elektromechanische Messungen geht, da steht man da und schaut zu. Ja, und bei mir war es halt so, als ich gesehen habe, wie dieser Schlagtest, ja, wirklich, wo ein Hammer auf das, auf
auf die Uhr, auf das Gehäuse trifft und die durch den Raum schleudert. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil ich gedacht habe, oh Gott, weil wir wissen alle, dass mechanische Uhren da eigentlich, so was Schläge angeht, da extrem empfindlich sind. Außer natürlich Uhren, die speziell dafür gebaut wurden. Dazu kommt, dass diese Tests ja seriell gemacht werden. Das heißt, man hat nicht eine Uhr, die den Schlagtest macht und dann legt man die zur Seite und das war's für die Uhr. Die Uhr muss alle Tests durchlaufen. Das heißt, wenn danach noch die Ganggenauigkeit kommt oder die thermischen Belastungen oder die Rüttel oder die Beschleunigungsbelastungen, dann muss sie das nach dem Schlagtest noch aushalten. Da kommt der ein Test nach dem nächsten und eine Belastung nach der nächsten, die sich natürlich auch in der Uhr irgendwann irgendwie summieren auch. Und ja. Und die Zertifizierung hat ja die FH Aachen durchgeführt, ja, dieses Prüfverfahren. Und das ist auch, glaube ich, logisch, weil die FH Aachen sich ja dem Thema Fliegerei gewidmet hat und da, glaube ich, halt viele Ausbildungen, genau, und Studiengänge anbietet, genau, aus dem Ingenieurswesen. Deswegen gab es da diesen Versuchsaufbau. Ne? Genau. So wie ich das weiß, hat die FH auch an der Zertifizierung oder an der Norm mitgearbeitet und natürlich die entsprechenden Prüfeigenschaften auch im Labor vorhanden. Und die werden natürlich auch genutzt für andere Komponenten aus der Fliegerei. Also das ist jetzt kein reines Prüflabor nur für diese Uhr, sondern da werden auch andere Fluganzeigen, Flugmechaniken, die im Flugzeug fest verbaut sind, durch diese Tests durchlaufen gelassen und dann eben entsprechend bewertet und freigegeben oder gesperrt. Und da muss eben auch so eine Armbanduhr durch. Das wird auch nicht billig sein, so eine Zertifizierung. Ja, das ist nicht billig. Ja. Aber auch deswegen möchte man nicht durchfallen, weil jeder neue Versuch ist wieder eine Münze einwerfen. Aber die Uhren sind richtig gut gelungen. Es gibt zwei Modelle. Es gibt einmal ein klassisches, ja, Dreizeigermodell mit einem Silliterwerk als Basis, ja, was natürlich dann bei Laco nochmal veredelt wird und bearbeitet wird. Und es gibt eine GMT. Richtig. Ja, ja, genau. Wir wollten beides machen. Wir hatten erst überlegt, nur eine zu machen, konnten uns dann aber nicht entscheiden, haben dann gesagt, okay, wir müssen beides machen. Wir müssen eine Dreizeigeruhr haben, die sehr schlicht und sehr klar und sehr Laco-typisch ist, was das angeht. Und wir müssen eine GMT haben, weil die GMT wird garantiert nachgefragt. Ja. Und das weitere Highlight auf der Messe sind auch zwei neue Uhren aus der Marine-Serie. Genau. Und zwar einmal die Bremerhaven und Cuxhaven. Genau. Beide Modelle in 39 mm verfügbar. Es gibt ja das ursprüngliche Modell, ist in 43 mm. Die unterscheiden sich ja in einigen Punkten. Und ich glaube, der wichtigste Unterscheidungspunkt ist das Uhrwerk. Ja, genau. In den 43er Modellen sind die Unitas-Werke verbaut. Die Handaufzugswerke, die natürlich von sich aus schon einen relativ großen Durchmesser haben, die ließen sich dann in dem 39er Modell leider nicht unterbringen. Deswegen haben wir dann da auf Sellita 330er Werke zurückgegriffen und haben damit ein optisch möglichst gleiches oder ähnliches Modell hergestellt, das einfach nur in den Maßstab verkleinert ist. Und jetzt kommt schon die Musik, das heißt, wir machen Feierabend. Vielen Dank, Herr Rücker, für die Information und die Bilder habt ihr ja gesehen. Also, macht's gut. Danke, tschüss. Ciao. Ein Messetag vergeht wie im Fluge und es ist unmöglich, alle Uhrenmarken zu besuchen und die Neuheiten zu besprechen. Ich hoffe, dir hat der Rundgang über die Messe gefallen und du konntest für dich wertvolle Informationen mitnehmen. Und wenn du jetzt noch eine weitere Uhrenmarke aus Glashütte kennenlernen möchtest, die vielleicht die günstigste deutsche Uhr mit Manufakturkaliber im Angebot hat, dann kann ich dir wärmstens das folgende Video empfehlen.